Days Gone hier auf Trend17 TV. Euer Tee für euch am Mike. Hier geht's heute spannend weiter. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr dabei seid. So, ich muss aber jetzt erstmal eben ganz schnell hier meine Vorräte aufstocken. Beacon, Das nützt Corporal alles St. John. nichts. Schön, dich zu Jawohl, sehen, Mann. St. John, wie immer. Hey, Sergeant. So, erstmal Oh, 7, das ist ja günstig. Okay. Und ich muss auf jeden Fall zum Waffenonkel, bevor ich da. Wir sehen uns, Corporal St. John. Jawohl, da kannst du mal von ausgehen. Corporal Deacon St. Hallöchen! John. Sergeant, wie So. geht's denn so? Oh, 9000 haben wir inzwischen schon. Richtig cool. So, ne, ich will eigentlich mein Gewehr nicht abgeben hier. Ich bin noch am Überlegen. Das ist ja auch nicht schlecht, das Teil hier. BFG 50. Aber ich will erstmal die andere richtig ausprobieren zum Zombies wegballern. Ich brauche auf jeden Fall erstmal so Vorräte. Bitte Erstmal alles sehr. auffüllen hier. Dann ist die Kohle sowieso Okay, schon das ist fast schon leer. besser. Ja, du machst mich noch zum Millionär, Ah, ich was? hatte ja noch die Satteltaschen. Stimmt ja. Ich hätte ja nur ans Moped gehen müssen. Die Satteltaschen. Das Moped stand ja kilometerweit entfernt. Du hast wohl ein Loch in deinem Gesundheit. Portemonnaie, Medi wie? kaufen. Nehmen wir Bowman macht auf nochmal. dicke Hose. Jawohl! Ich mache nicht oft auch dicke Hose. Ich habe eine dicke Hose. So, Schrank. Was haben wir denn hier im Schrank? Handfeuerwache Spezial. Also die Sniper haben wir noch da. Aber dann ist meine Ja, gute okay. andere Waffe weg. So, hier geht's jetzt Bis weiter. dann, Corporal. Ich freue mich mit euch auf die nächsten. Das Spiel macht echt mega Laune, kann man nicht anders sagen. Ich habe ja parallel zur Sieg, Zeit. befehlshabender Corporal. So ist es. Zur Zeit auch noch World War Z laufen. Ja, World War Z ist ganz okay. Macht ganz gut Laune. Aber kann man nicht ansatzweise mit diesem mit dieser Königsdisziplin hier vergleichen. Los, los. Hey, was ist hier los? Captain? Dr. Jimenez wurde ermordet. Was? Dieser Scheißkerl. Oh, sein Gott. Hat ihm die Kehle aufgeschlitzt. Wo ist Taylor? Hat Taylor was gesehen? Die Betäubungsmittel sind weg. Taylor. Meine Schuld, ich halte ihn für die Krankenstation. Nein, 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 das meinte ich nicht. Ich meinte, Taylor ist ein Sie Junkie. wussten es? Es ist nicht wichtig. Nicht mehr. Okay, wir müssen jetzt wahrscheinlich Taylor jagen. Oh, das war ja. Da brauchen wir ja nicht viel zu machen. Für diesen Fertigkeitspunkte. Fertigkeiten. Schauen wir doch mal. Was können wir hier noch Cooles? So, von der Rolle. Reduziert Ausdauer. Das ist alles nicht so. Henker. Fähigkeit, ein Tarnangriff, Schere. Rein aus einem Kampf für schwere Freaker und große Tiere zu töten. Nahkampf, Fernkampf, Überleben. Mal gucken. Schraubenschlüssel. Verdoppelt die Effektivität von Schrott- und Motorradreparaturen. Auch nicht schlecht. Einen zusätzlichen Adrenalinstoß. Das ist auch nicht schlecht. Hebt Überlebensansicht der Gegner hervor. Boah, das sind ja echt coole Sachen hier noch. Doppelt so viele Pflanzen. Das brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Erweitert den Inventarplatz für Herstellungsmaterialien, Fallen und Wurfobjekte. Das finde ich schon mal ganz cool. Das machen wir mal. Okay. So, schauen wir mal, was hier als nächstes anliegt. Das ist die nächste Mission. Hier sind noch die Krähennester auszu. Wo sind denn hier eigentlich mal Freaker? Wo ist halt Schnellreise nicht möglich? Colonel Garrett will ja auch noch was von uns.
So, ich mache immer eben Gesundheit voll wieder hier. Jäger. Oh, das ist aber ein weiter Weg, wa? Das ist aber eine Ecke. Okay. So, jetzt sind wir ohne Sarah. Also die Mission mit Sarah waren echt super. Hat richtig Laune gemacht. Dann wollen wir mal wieder ein paar Freaker erledigen hier. Oh, das ist eine ganz schöne Strecke hier. Captain Corey, komm. Corporal St. John und Captain Corey. Hier spricht Corey. Hey, ich werde Taylor verfolgen. Es wurden bereits Patrouillen losgeschickt. Der Colonel ist außer sich. Ja, das glaube ich. Der Doc war ein gut. Sauber, komm mal her, ja. Taylor hat mal was davon gesagt, zur Skihütte zu fahren. Na, wie ist das? So, komm her. Okay. So, kommt her, ja. Taylor hat mal was davon gesagt, zur Skihütte raufzufahren. Ich werde mal nachsehen, ob er da ist. Geben Sie mir dann Bescheid. Und Corporal, der Colonel will Taylor lebendig. Ja. So, ich brauche unbedingt Fleisch. St. John Ende. Ein Hirsch läuft über die Straße. Vor 2 Jahren wäre der plattgewalzt worden. Eines der Camps wird's brauchen. So. Corporal St. John, ich muss Sie sehen. Ich bin im Diamond Lake Außenposten. Verstanden. Ich komme so schnell ich kann. Okay, dann machen wir die erst, wa? Liegt ja auf dem Weg. Wir sind noch nicht ganz so weit weg. Free Origin. Okay. Da ist er, ne? Colonel Garrett. Fahren wir da eben wieder hin. Die haben ja zumindest jetzt noch die Harry Hirsche hier gekriegt. Das ist schon mal gut. Das gibt ordentlich... Hier auch noch, oh, hier ist auch noch einer. Wir wissen, es war weltweit. Wir sahen es in Indien. Das gibt nämlich ordentlich Camp-Punkte. Was wir nicht wussten, dass die trilaterale Kommission darin verbunden. Mal eben schauen, was im Camp los ist. Ihr kennt die Typen. Eine nichtstaatliche Organisation. Das ist immer cool, dass sie sich melden, wenn man schon auf dem Weg ist zu einer anderen Mission. Aber zum Glück waren wir noch nicht so weit entfernt. Ist ja praktisch um die Ecke. So, mal eben gucken, was er will. Muss ich natürlich wieder tanken, bevor ich losfahre. Das ist immer doof. Vielleicht hast du ja sogar mal recht. Aber wenn du wüsstest, an was sie in Cloverdale arbeiten, direkt vor deiner Scheiß... Tür. Okay. Gucken, was das für eine Mission ist. Also bisher sind die Missionen hier im Camp alle recht cool, muss ich sagen. Oh, schon wieder eine Ansage. Endet heute auch das Leben eines großen Mannes. Captain Arturo Jimenez. Doc, für viele von euch, ist tot. Er wird uns genommen. So, das überspringen wir jetzt aber auch mal. Ich dachte, das wäre jetzt was Wichtiges, aber da können wir nochmal eben die Punkte für absahen. So, Mission abgeschlossen.
Auch noch ein paar Punkte gekriegt hier. Sehr schön. Okay. So, müssen wir nochmal eben ganz flink nachtanken. Da ich ja jetzt die Superpuste habe, kann ich mich auch ruhig nachts mal raustrauen. Macht das ganz sagen. Schön, dich zu so, sehen, nachtanken. 93 Euro schon fürs Nachtanken. Für diese kleine Furzelstrecke. Die, nur damit ich mir diesen doofen Appell anhören kann hier. Super. Okay. Okidoki. Licht aus. Spot an. Auf zur nächsten Mission. Ja, also den Appell muss ich mir jetzt nicht schon wieder anhören. Die haben ja nun... genug gehört. Ich will hier noch ein paar Freaker klatschen. Ach, die liegen hier sogar noch. Oh, oh, oh. Oh, das ist aber eine ganze Ecke hier. Was wird da runter, ne? Oh ja, hier ist wieder einiges los. Ist auf jeden Fall schlau, das Licht nicht anzumachen. Oh, da müssen wir rüber. Ich muss das infizierte Gebiet hier ausräuchern. Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Shit! Okay. Oh, shit. Gesundheit herstellen. Oh, shit, shit, shit. Lad doch nach, Mädchen. Lad doch nach. Die paar werde ich ja wohl hinkriegen hier. Oh. Meine Fresse. Da war ich nicht drauf vorbereitet. Huh. Da war ich nicht drauf vorbereitet. Shit! Oh, hier ist mit Sicherheit Muni drin. Bin mal gespannt, wo mein Moped jetzt steht. Ich habe doch diesen Hydro-Boost da gemacht. Okay. Gucken, wo mein Moped steht. Ich muss dich reparieren. Ich hab keinen Schrott. Okay. Okay, gucken wir auch nochmal eben rein. Da ist auch noch Muni drin. Sind da noch mehr?
Naja. Drecksviecher. Oh oh. Heilen. So. Das gibt auf jeden Fall mal ein paar Öhrchen hier, würde ich sagen. Hier ist auch bestimmt Sprit, ne? Da ist Gesundheit. Nice. Sprit. Hier ist doch meistens Sprit. Da. Für mein Moped. Seht ihr noch mehr? Da war aber richtig jetzt was an Zombies. Oh, mein schönes Moped. So. Nee, stell erstmal hin, das Ding. So, Tank nach. Nimm doch den. Wo ist denn jetzt der Dreckskanister? Hä? Ist der Kanister weg oder was? Also hier muss irgendwo ein Nest sein. Okay. Reparieren brauchen wir soweit nicht. Der Kanister ist auf einmal weg. Ist ja auch nicht schlecht. Okay, dann fackeln wir das nochmal eben ab hier. Ah, ohne. Das wird wohl nichts. Rohrbombe bringt mir nichts. Ich brauche irgendwas mit Feuer. Shit, keine Flasche. Ohne Flasche sieht das schlecht aus. Das wäre jetzt natürlich nice gewesen. Ach, wenn ich jetzt eine Flasche gehabt hätte, das wäre nice gewesen. Dann hätte ich das Drecksnest gleich mit abfackeln können. Okay. Komm ich da irgendwie anders hin? Gleich in die Ecke sein. Ich müsste da eigentlich doch rüberkommen. Wieso ist er da jetzt so klicklich gescheitert? Okay, ich muss mehr Schwung holen. Jäger! Nein, das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Nochmal vorbeigerauscht, das gibt's doch nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Wieso kommt er denn nicht? Ich bin doch sonst auch immer rübergekommen über diesen blöden Huckel da. Das gibt's doch nicht, echt nicht. Okay. Wie sieht das Muni aus? Muni habe ich glaube ich noch genug, ne? Oh, hol ich nochmal eben. Das gibt es doch nicht, Mensch. So, zack, weg. Jetzt kommt mehr hier. Noch ein Nest. Mal los. Ich habe aber keine Flaschen. Ich versuche mal da lang. Da komme ich doch hoch. Das geht doch hier hoch. Okay. Komm her, Baby. Na, also. Ich brauche eine Flasche, Mensch. Dass hier nur wo eine Flasche ist. Ich will dieses Nest wegmachen da. Habe ich irgendwie eine Flasche? Ne. Kann kein Molotow herstellen. Das ist ganz übel. Da hinten ist irgendwo Licht. Okay. Wir fahren einfach mal weiter jetzt, bevor wir hier gar nicht mehr wegkommen. Da müssen wir auch noch hin, ne? Licht aus. Hä?
Hä? Wo muss ich denn hier lang? Shit! Die muss ich erst platt machen. Komm her hier. Okay. Da ist noch einer. Da läuft noch einer. Komm her. Alles klar. Geht doch. Heute ist Freaker Day. Habe ich so das Gefühl. Irgendwie muss ich da durch. Mach das Licht aus, Mädchen. Kerle. Durch so einen komischen kleinen... Hä? Wie soll man hier denn durchkommen? Ach du Scheiße. So ein Mini-Pass hier. Sollte ich vielleicht auch zwischendurch mal wieder nach Schrott gucken. Wow, hier bin ich ja noch gar nicht gewesen. Ah, das könnte man mit dem Auto natürlich vergessen. Da ist Sprit. So, komm her. Da ist Heilung. So, da kann man... Oh, wie geil ist das denn? Die stehen hier einfach so rum, die Dinger. Du tank doch nach! Was machst du denn, Mensch? Hallo? Tank doch nach! Oh, der ist auch so blöd, ey. Das gibt's doch nicht, ey. Warum tankt der denn nicht nach? Jetzt ist der Tank, der Tank wieder weg. Was ist das? Das gibt's doch nicht. Nur, der ist zu blöd zum Nachtanken, Mensch. Also, das kann doch nicht mehr wahr sein. Tank doch die blöde Kiste endlich auf, da. So, meine Güte. Wie kann man sich so blöd anstellen? So. So, jetzt machen, gucken wir mal eben, was da los ist. Das ist alles voll Freaker, wa? Aber wir müssen hier sowieso weiter. Aber es ergibt sich ja gerade, dass wir hier schön den Sprit genau auf der Fahrbahn haben. Besser geht's ja gar nicht. Und da ist vorne auch immer Schrott drin. So, komm her, Baby. Kommt her, schön der zu Papa. Den können wir auch noch mitnehmen hier. Da sind noch mehr. Schön einsammeln. Oh Scheiße, was ist denn hier passiert? Naja, vielleicht sollte ich nochmal umschauen. So, noch mehr? Ich brauche Schrott. Gucken wir da doch gleich mal eben rein, wenn wir schon mal hier sind. Da, Medi. Vielleicht sind hier irgendwelche nützlichen Sachen noch drin. Da, Munition, die steht ja einfach so rum. Cool. Nice, hat sich doch schon wieder gelohnt. Da ist noch was. Aber immer noch keine Flaschen. Okay. Hier sind noch... Rotflinte. Sachen zum Durchgucken. Okay. Boah, wie viele Leute sind hier denn? Okay. Machen wir mal wieder. Da ist auch noch irgendwas.
Ein Sägeblatt. Nice. Hat sich doch schon wieder gelohnt hier. Achso, ich habe immer noch keinen Schrott hier. Der hat doch immer Schrott vorne drin. Sonst kann ich meine Ripper-Klinge nicht reparieren. Yes, Baby. Schrott gibt's auch gleich. So, okay. So. Jetzt sind wir gerüstet. Kann weitergehen. Getankt. Licht aus. Hoffentlich nicht wieder so eine halbe Straße. Da steht der Sprit auch rum. Ist ja der Hammer. Die lassen einfach den Sprit stehen hier. So, das wäre cool, wenn das in Wirklichkeit auch so wäre. St. John, hörst du mich? Nein? Ja, Weaver, ich höre. Hey, nenn mich Jim. Hör zu, ich habe mich nie bedankt. Für deine Hilfe, meine ich. Ich mache nur meinen Job. Ich möchte dir trotzdem danken. Ich weiß es zu schätzen, dass du in der Außenwelt deinen Arsch für mich riskierst. Und Kumpel, das ja, so bin ich. Zeug ist fast fertig. Du bist bald bei... Na? Sind wir schon da? Oder sind schon wieder diese ätzenden Krähen jetzt? Also die sind echt super nervig. Dann lieber schon die Freaker, aber die Krähen obernervig. Okay, Taylor. Was zur Hölle machst du hier draußen? Lass mich genau umschauen. Okay. Wieder eine Suchmission. Da gibt's nichts. Ich sehe hier nichts. Ach, hier, das Moped mal untersuchen. Was haben wir denn da? Na, also. Oh, bitte keine Krähen. Das war ein Krabbler. Wie schnell ist der denn gelaufen? Da ist Flasche. Flasche? Wieso kann ich keine Flaschen aufnehmen? Ah, ich habe doch Flaschen jetzt. Okay, gib mir eine Flasche. Dann kann ich endlich die euren ätzenden Krähennester mal auf dem Rückweg platt machen. Okay. Komm, Baby. So, schauen wir mal, wo er ist. Da. Guck mal, da sind sie. Ich muss erstmal den Sniper haben. Den habe ich leider nicht gekriegt. Schade. Gesundheit heilen. Einer ist da noch, ne? Da ist auf jeden Fall noch der Sniper. Oh, shit! Der macht ja mega Schaden. Oh! Jetzt, den haben wir.
Den haben wir. Auch ohne Sniper. Ich muss irgendwie da reinkommen. Ich hasse Zombie-Kinder. Da sind noch mehr Typen. Oh, Muni. Den habe ich heilen. So. Dämliche Kuh. Ich glaube, wir müssen da rein. Sprit. Da ist jede Menge Stuff. Nimm den Kram mit. Okay, nimm mal die andere Wumme. Wir fahren jetzt mal die großen Geschosse auf. Taylor. Deacon St. John. Wie geht's dir, Taylor? Ich hab's versaut, Mann. Das kannst du wohl sagen. Ich wollte ihn nicht töten, Mann. Er sollte gar nicht da sein. Ich... Der Doc war okay, Mann. Ja, er hat mir geholfen. Er war nett. Na komm, steh auf. Da ist... Ich will nicht hängen, Mann. Ich will nicht hängen. Ich kann nicht. Ich will nicht. Taylor? Du zappelst. Scheiß dich ein und die ganzen Pisser gucken zu und lachen dich aus. Sie lachen dich aus. Sie lachen dich aus. Ich will nicht hängen. Ich will nicht hängen. Bitte. Bitte, du musst mir helfen. Ich muss gar nichts. Scheiße. Bitte, Mann. Okay, wait. Okay.
Ah, gib dem jetzt den goldenen Schuss. Oh, ne. Das ist ja super hardcore. Aber besser als zu hängen auf jeden Fall. Boah, heftige Mission hier. Pui. St. John. Hier rein. Überdosis. Verdammt. Bringen Sie die Leiche raus. Hui. Das war heftig. So, meine Lieben, an dieser Stelle machen wir dann unseren nächsten Boxenstopp. Das passt ganz gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich weiß es jetzt schon. Der Colonel wird nicht erfreut sein. Wow, was für eine Mission. So, wir schauen aber trotzdem nochmal eben ganz schnell. Ich glaube aber, jetzt müssen wir hier durch sein, was jetzt kommt. Okay, dann machen wir an dieser Stelle jetzt Schluss und sehen uns in der nächsten Folge wieder, ihr Lieben. Haut rein, habt eine schöne Zeit, lasst auf jeden Fall für diese Monsterfolge wieder ein Abo oder ein Like. Sehr freut mich.